zum neuen Video. Einige Leute haben uns gefragt, ob wir nicht mal eine kleine Roomtour machen können und unser Boot von innen zeigen. Und da habe ich mir gedacht, das Video, das starten wir jetzt einfach mal und dann schauen wir mal rein ins Boot. Mal rein. In die gute Stube. Das ist ja eine Decksalonjacht. Deshalb haben wir einen relativ großen Salon und vor allem einen Salon mit sehr großen Fenstern, wo man schön rausschauen kann. Und wenn die Sonne reinbrennt, dann müssen wir halt die Fenster zumachen, beziehungsweise die Gardinen zumachen. Ja, und hier ist unsere Sitzecke. Unser Tisch. Hier rechts haben wir ein Navi-Eck. Da kann man sich's bequem machen. Und dann haben wir hier unser Schaltpanel. Funkgerät, Radio, Navtext und das ist die Fernbedienung für den Autopilot. Kann man auch ganz tollen Laptop herstellen. Dann haben wir hier auf der Steuerbordseite ein ziemlich großes Sideboard eingebaut mit ziemlich viel Stauraum und super großen Schubladen zum Beispiel, wo ein Haufen Zeug reinpasst, richtig schön bunkern kann. Und auch im Boden haben wir noch mal ein großes Staufach. Da schauen wir halt mal rein. Zwei Holzkisten sind da drin. Da passt ganz viel rein. Werkzeug, Adapter, Kabeltrommel, Zubehörteile, was man eben am Schiff alles braucht. Und man braucht am Schiff eine Menge. Hinter den Sitzen und unter den Sitzen ist auch noch ganz viel Stauraum. Jo, und dann geht es hier unten weiter. Und dann geht es hier in die Hundekoje, die wir auch als Stauraum benutzen. Kann keiner drin schlafen. Ist voll. Und hier geht es in unsere vordere Nasszelle. Mit Waschbecken, Schaps, WC zum Pumpen und dann kann man hier rausgehen oder auch reingehen, je nachdem vom Vorschiff. Ja, und dann sind wir schon in der Vorschiffskoje. Die ist auch sehr groß. Ich habe auch momentan hier Spannbetttuch drauf, beziehungsweise ein Bettlaken drauf, weil wir hier öfters mal schlafen. Hier haben wir auch Schaps. Und ganz viel Ablagefläche. Da kurz mal rein. So sieht das hier drin aus. Man schläft sehr gut. Haben wir schon getestet. Dann haben wir noch einen großen Schrank hinter der Tür. Ja, und dann geht es Richtung Pantry. Pantry ist sehr groß. Hier haben wir einen Kühlschrank. Der ist auch ausreichend. Kann von hinten auch nochmal an den Kühlschrank. Dann habe ich hier ein großes Staufach für Getränke. Dann habe ich einen Gasherd mit Backofen. Doppelspüle. Große Arbeitsfläche. Also da kann man wirklich gut kochen. Weil wenn man viel kocht, dann braucht man einfach Platz zum Gemüseschnippeln und zum was abstellen. Sonst macht es Kochen keinen Spaß. Und die Schaps sind so das Übliche. Und hier habe ich noch einen großen Schrank für Töpfe. Mülleimer ist auch ganz praktisch. Der geht gleich hier so auf. Hier habe ich noch Schubladen. Ja, und hier noch ein kleines Spielzeug. Die war aber schon drin. Eine kleine Nespresso-Maschine. Funktioniert natürlich nur mit Landstrom. Und ich muss sagen, wenn wir Landstrom haben, dann benutzen wir sie auch. Weil der Kaffee geht schnell und schmeckt lecker. Gell? Ja. Dann geht es in unsere Achterkoje. Mit großem Inselbett. Dann haben wir jeder so einen Sitz, wo man sich hinsetzen kann. Das Bett ist schön groß, ausreichend groß. Wenn es so warm ist, brauchen wir auch ein großes Bett, sonst liegt man einfach so nah beieinander, wenn es eh schon so heiß ist.
Dann haben wir hier jeder so eine Klappe, wo ganz viele Sachen reinpassen. Schaps. Und jeder hat so einen tollen Schrank mit Beleuchtung. Das ist meiner. Das sieht man, glaube ich. Ja, und dann geht es noch in unseren letzten Raum sozusagen, in unsere hintere Nasszelle. Die ist auch wieder schön groß. Hier haben wir elektrisches WC mit Abwassertank. Und hier haben wir ganz toll eine echt schöne Duschkabine, wo man richtig zuschieben kann, mit der man richtig duschen kann, ohne dass man irgendwas nass spritzt. Weil oft ist die Dusche so hier so integriert beim Klo und beim Waschbecken. Und wenn man dann duscht, hinterher ist irgendwie alles nass, muss man alles trocken wischen. Und da drin könnte man theoretisch, glaube ich, super duschen. Haben wir noch nicht gemacht, aber wir werden es mit Sicherheit noch testen. Also wir fühlen uns in diesem Boot wirklich sehr wohl. Wir fühlen uns nirgends eingeengt. Wir haben viel Stauraum, viel Platz. Und es ist wirklich ein Boot, auf dem man wohnen kann und eigentlich auch drauf leben kann. Und im nächsten Video erzähle ich ein bisschen was zur Technik noch dazu. Sonst wird es jetzt zu lange und das bringen wir dann im nächsten Video. So, jetzt düsen wir mal ein bisschen rüber. Und dann tigern wir mal ein Städtchen nach Paga rüber. Andi schwarm geworden, T-Shirt wieder aus. Wir müssen nämlich jetzt hier über den Hügel laufen. Der Blick ist sensationell. Vor allem, wenn die Abendsonne noch so reinscheint. Oh, da hat sogar die Festung geöffnet. Ja, vor 12 Jahren war die zu. Das ist sicher, ja? Da sieht man schon Lefkas. Stimmt. Unsere Lieblingsinsel. Ja. Die haben wir damals zu unserer Lieblingsinsel erklärt. Lefkas ist so schön. Schaffen früher. Ja. Da haben sie ihr Griechenland, ihr Paga oder was auch immer verteidigt. Wen auch immer. Ja. Oh, schau mal, schön die griechische Fahne da oben. Herrlich. Ich glaube, hier könnte man noch einiges erkunden. Das wäre was für meinen Papa. Boah, und überall geht's rein hier. Das nächste Loch. Richtig dunkel da drin. Jetzt sind wir an der Fahne angelangt. Aber es ist der Wind weg. Also Paga ist ein schmuckes Örtchen. Jemand hat auch Gewinnspiele gekauft, ganz alten. Ja, wir haben damals die ganzen Souvenirs für zu Hause gekauft in Paga. War so unsere letzte Station, wo es Souvenirs gab. Und Paga ist wirklich ein schmuckes Örtchen, aber eben sehr touristisch. Aber wirklich ganz schön. Nette Taverne, gell? Nett, ja, direkt am Ufer. Direkt an der Uferpromenade und die haben richtig schöne Spieße dort vorne. Hat so lecker ausgeschaut, haben wir einfach so Flaki und Greek Salad bestellt. Aber ist Hunger. Total. Nachdem wir diesen Hügel überwunden, haben wir das verdient. Oben ist die Burg, schau. Und das ist die Burg, genau. Ui, kriegen einen halben Wurstspieß. Müssen wir alles teilen, dass wir alles probieren könnten. Also die antike Mole, wo wir 2008 schon dran gelegen sind, wollten wir uns jetzt unbedingt noch anschauen. Jetzt sind wir mit dem Dingi hier rüber gefahren. Das ist eben diese
bekannte antike Mole von Ormus Valtu. Und hier drüben ist Flottillenalarm. Die sind schon eh und je hier. Die gehen da einfach vorwärts hin und schmeißen Heckanker. Ganz cool. So wird flottillenmäßig festgemacht. Das ist cool. Anker vorne im Sand und Heckanker. Und dann wird vorwärts hergefahren. Bist ja aufsetzen. Ist ja weich, aber ja, ist cool. Wir würden es wahrscheinlich nicht machen. Ja, ist gut. Irgendwie funktioniert es hier schon seit Jahren. Ach, kommen die hier so. Vor 12 Jahren auch schon so, gell? Ja. Hallo. Uiuiui. Na, ist auch so eine Süße. Und die getigerte war besonders hübsch und da oben ist ja auch putzen. Man gibt so viele kleine Kätzchen. Die Höhe ist halt schwierig, sehr hoch zu kommen. Das war damals, wo ich den Tarzan-Schwung gemacht habe und da gingen wir runter. Ich habe dich mal ins Boot geschwungen. Ganz kleine Kapelle, dass da keine Katzen reingehen, ne? Mhm. Da kann man die Glocke läuten, schau. Wird ihre Glocke separat? Da brauchst du kein Glück, ne? Das kriegt jeder hin. Muss man auch nicht schwindelfrei sein. Wasser, sauberes Wasser. Hm? Das sieht aus wie bei uns im Bach in Deutschland. Ja. Ich hätte gedacht, dass da kein Wasser kommt. So wenig Regen hier, Wahnsinn. Die Fische sind auch drin. Ganz viele. Mhm. Ich glaube, wir haben unsere Bar wieder entdeckt von vor 12 Jahren. Zum Wohle. Jamas. Jamas. Zum Wohl. Schön, dass wir uns treffen. Spiegali che se vogliono. Da. Ui. Ich habe da was ausprobiert. Kennt ihr das? Selber gemacht. Selber gemacht. Das ist ja heute. Heute Nachmittag. Beim Hochsegeln. Aha. Beim Segeln, sensationell. Das sind Weintrauben, Weinblätter. Stuffed wine leaves. Stuffed wine leaves. Weinblätter. Genau. Okay. Aber ich weiß nicht, wie aber die sie auch sehen. Also die Traubenblätter sind ein bisschen hart, aber kaum sie essen. Sehen gut aus, ja, so schmecken. Ja. Wie am, genau. Im Restaurant. Ach, das ist egal. Hauptsache es schmeckt. Ja. Und Siegfried und ich hatten schon im Winter Kontakt, telefonisch und per Mail. Und jetzt treffen wir uns in Griechenland. So muss das sein, gell? Das ist wunderbar. Das erste Mal haben wir uns gehört, da wart ihr noch in der Wohnung hin. In Spanien, auf Griechenland. Auf La Palma waren wir noch. Ja, genau, stimmt. Das waren Corona-Zeiten. Stimmt, ja. Die hoffentlich nicht mehr kommen. Wir sind schon wieder so ein bisschen... Ja. Toi, ja. Heute fahren wir weiter von Paga in die Two Rocks Bay. Das sind noch knapp 6 Seemeilen. Der Wind ist relativ wenig, die Motoren schnell durch. Schön an der Küste entlang in der griechischen. Jetzt sind wir ein bisschen näher hier rangefahren. Wir haben von Weitem schon gesehen, hier ist vor kurzem wohl ein ganzes Stück vom Fels abgestürzt. Das hat bestimmt einen ganz schönen Schlag gemacht. Und da vorne kommt unsere Bay. Ja, von der Two Rocks Bay, da hat uns die Crew von der Ferragosto so vorgeschwärmt. Haben wir gedacht, die schauen wir uns doch gleich mal an. Ah, das sieht nach Schnorcheln aus hier vorne. Anker ist vorbereitet. Platz scheint auch genug zu sein. Also, das sieht richtig hübsch aus hier. In der Two Rocks Bay. Keine Hotels. Kleiner Badestrand.
glasklares Wasser und eine Beachbar. Besser geht's nicht. Tolle Beachbar. Sensationellen Blick über die Two Rocks Bay. Anja, der drei Fischli gefangen. Wir steigern uns. Die werden jetzt gebraten. Dazu gibt es Gemüse mit Kartoffeln. Fischli sind fertig. Und wenn wir das nächste Mal mehr fangen, einen größeren Fang haben, dann tun wir mal grillen, gell? Aber dafür lohnt es sich gar nicht, einen Grill anzuschmeißen. Solange es in die Pfanne reinpassen. Ja. Also das, die fallen ja beim Grill durch, die Kleinen vor allem. Einen guten. Haben gerade den Anker gelichtet. In der Two Rocks Bay, die war super schön, keine Häuser und eine tolle Bar drin, relativ wenig Boote, glasklares Wasser, da kommen wir auf jeden Fall nochmal her. Wir haben uns überlegt, noch eine zweite Nacht zu bleiben, beziehungsweise eine dritte Nacht, zwei Nächte waren wir ja. Aber zwei Westwind kommen und ich stecke genau in die Bucht rein und es ist eher unangenehm. Jetzt segeln wir nach Prevesa, hinten rein, da sind wir schön geschützt für die nächsten Tage, da wollten wir eh hin. Der Windy hat recht gehabt. Ab um drei kommt mehr Westwind. Zum Segeln super für uns. Für die Bucht wäre nicht so toll gewesen, für die Two Rocks Bay. Da wäre der Wind voll reingestanden. Aber zum Segeln ideal. Jetzt kommen wir super voran nach Prevesa. Und können mal wieder segeln, müssen nicht Motoren. Ist auch schön. Schön laufen jetzt da, 7 Knoten zum Schnitt, rund und auf der Locke. Ja, auf dem Pad sieht man ganz gut, wo wir gerade sind. Huch, jetzt hat er umgedreht. Jetzt sieht man es nicht mehr, blöd. Doch, man sieht es immer noch, es kommt halt von oben. Und zwar ist das der Ambrakische Golf. Und hier ist die Insel Lefkas. Und wir müssen jetzt im Prinzip hier durch diese Fahrstraße, durch diese Meeresenge nach Prevesa rein und wollen dann hier hinten in der Ecke ankern.
Jetzt haben wir das Großsegel mal weggerollt. Genua haben wir stehen lassen. Ist ein bisschen trüb heute leider. Aber das ist Lefkas. Und dann geht es zwischen Lefkas an dem Festland geht's durch so ein Lagunengebiet durch. Das ist dann so eine Fahrstraße oder so ein Kanal eigentlich mehr, wo man durchfahren muss. Und das ist hier Festland. Und hier vorne sieht man die rote und die grüne Barke und da geht es in die Fahrstraße nach, in den Ambrakischen Golf rein. Die Bojen wurden auch schon eingestürmt, guck mal dran. Ja, und hier kommen diese drei großen Trockenmarinas. Die Cleopatra, die Ionien und die Axiomarina, genau. Da wollten wir zuerst hingehen, Winterplatz, aber haben uns dann für was anderes entschieden. Jetzt hört frisch der Wind nochmal auf, wahrscheinlich ein bisschen Düseneffekt hier. Ja, das ist jetzt hier unser Ankerplatz für die nächsten 2, 3, 4 Nächte. Das ist jetzt keine so tolle Traumbucht hier. Ist auch braunes Wasser. Ich glaube sogar Brackwasser hier am Ambrakischen Golf. Aber es ist ein sehr sicherer Ankerplatz und er ist stadtnah. Man kann nach Prevesa mit dem Dinghy reinfahren. Das ist super. Kann sich versorgen, kann essen gehen. Abends auf einen Drink gehen. Prevesa hat eine ganz nette Uferpromenade um eine coole Stadt, muss ich sagen. Und ich will mal nach vorne, wie es da ausschaut. Ein bisschen gegen die Sonne. Und da ist eben Prevesa. Auch die Marina Prevesa. Und wir haben hier auf 14 Meter geankert. Hier ist es doch sehr tief. Und haben ja, knapp 50 Meter Kette draußen. Da sollte nichts passieren. Hier ist so schlammiger oder Schlickboden oder matt. Da hält der Anker normalerweise gleich beim ersten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Im nächsten Video geht es dann weiter hier beim Ambrakischen Golf. Wir haben schon vor Anker liegen. Wir gehen nach Prevesa rein, schauen uns den Golf hinter uns an. Wollen dort auch bestimmt 2 Nächte übernachten, hinten drin. Und dann später geht es weiter nach Lefkas. Danke für die vielen Likes und netten Kommentare. Bis zum nächsten Mal.